Ja, nachdem ihr Handball genossen habt, wird es Zeit für Baseball. Ja, die Begeisterung hält sich in Deutschland bekanntermaßen in Grenzen. Das weiß ich. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, ich wurde mal gebeten, das ist aber schon eine lange Zeit her, mach doch mal Street Sports Baseball. Das mache ich jetzt. Ist nicht mehr viel von hängen geblieben. Ich habe das mal wirklich damals gezockt. Aber ja, dass ich jetzt großer Baseball-Experte bin, kann ich nicht sagen. Wir nehmen uns einfach mal ein neues Team. Wir nennen uns Eagles, wir nehmen Kopf. Ist mir vollkommen egal. Ich weiß auch nicht mehr, wer welche Fähigkeiten hat und ob da irgendwie irgendeiner Vorteile hat. Ihr werdet also gleich auch sehen, ihr werdet nach den Positionen gefragt. Da hört es dann eigentlich schon auf. Ich weiß schon gar nicht mehr, was der Shortstop da tun soll oder nicht tun soll. Das werden wir schon irgendwie sehen. Also, die kriegen das schon irgendwie hin. So, ich nehme mal so die Teams, die ich aus anderen Sportarten kenne. Ob das jetzt irgendwie einen Vorteil hat, das wissen wir nicht. Das ist mir auch egal. So, wenn er den nimmt, nehme ich natürlich Kitty, weil ich möchte bitte auch eine Klischee-Blondine haben. Das ist ja schließlich ein amerikanisches Sportspiel. Na? So, Butch kenne ich. Butch macht immer alles richtig. So. Ja, komm, dann Kim. Ja, mag sein. Ich nehme Brad. Dann nehme ich natürlich Ralph. Also frag mich nicht, ob die irgendwelche Vorteile haben. Das ist keine Ahnung. Also. Nee, Melissa mag ich nicht. Er auch nicht. Okay, David ist wahrscheinlich hier wieder der Typ, der bei Sport als letztes gewählt wird. Unbedingt nicht ein Vorteil, den zu haben. So, jetzt kommt genau die Reihenfolge. Er konnte erst wählen, welche Position man ändern will. Und jetzt geht es darum, eben die Reihenfolge zu ändern beim Batting, eben beim Schlagen. Nee, ich mache keine Corrections. So, ich möchte auch nicht speichern, weil ich finde das zu spannend. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mich total blamiere. Ihr wahrscheinlich auch. Gespielt wird, wie wir es gerade gesehen haben, das habe ich ja gewählt, auf diesem Straßenparcours. So, und ich fange an mit Schlagen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich bin noch dran, ne? Genau, Bertha ist weg. Genau, ich schlage. So, dann fangen wir mal an. Dann zeig ich dir mal, was du kannst. Hahaha! Souverän! Souverän! Und ich habe die erste Base erreicht. Mein Gott, was für ein Action-Feuerwerk. Wir spielen auch wirklich 9 Innings durch. Da bin ich jetzt echt knallhart. Und muss ich hier einmal drücken, dass er da was macht? Wahrscheinlich schon, ne? Ja gut, Strike. Bei 3 Strikes ist man raus. Das ist aber, glaube ich, selbst Leuten bekannt, die eben noch nie in meinem Leben Baseball gesehen haben. Ja, ist aber auch super langsam mit seinen Bällen. Ja, schön. Ein Infield Fly war das. Und den macht er natürlich out. Den macht er out. Damit sind schon 2 Outs. Ja, und beim dritten wechselt dann halt. Ja, ich sag mal, die Angabe kann man ja nicht sagen. Aber das Schlagrecht und das Laufrecht. Ja gut, den hätte ich auslaufen lassen können. Habe ich natürlich nicht. Weil ich ja hier alle Skills der Welt besitze in diesem Spiel. Kitty ist, glaube ich, ja, möchte ich fast sagen. Gut, 3 Outs, damit Seitenwechsel. So, mal gucken, wie kann denn Kevin... Ach nee, halt, nee, Kevin ist am Bett. Dann ist Vic am Wurf. Okay, der war ganz weit weg. Hahaha, ich krieg dich schon weggestrikt. Lass dich nicht so foolen. So. Haha, und weg. Strikeout. Ich krieg dich schon. Das ist übrigens Magic. Ich dachte früher, der spielt eigentlich nur Basketball. Aber vielleicht so wie Michael R. Jordan hat er sich auch mal im Baseball versucht. Immer noch die größte Lachnummer, glaube ich, die man machen musste. So, es ist Bob da, der ausnahmsweise mal nicht baut, sondern auch gar nicht erst, dass er in den Ball kommt. Ach, das kann ich tatsächlich noch. Ihr seht, was ich mache, ne? Das heißt, ich gebe Vollgas und drehe den in letzter Sekunde weg. So, das war das erste Inning.
Wenn der übrigens einen trifft, dann kann man tatsächlich laufen. Das ist also auch wirklich eine Regel, die es auch genauso gibt. So. Ach, die hätte man schön haben können. Naja, gut, andererseits, wenn ich die Leute immer gleich sofort outstrike, dann. Ja. Der ist aber auch unglaublich langweilig. Also ist natürlich auch eine Frage, wie gut die Leute schlagen können. Den hätte man haben müssen. Ich treffe auch wirklich alles. Ja. Toll. Nochmal danke für die Leute, die dieses Spiel wirklich sehen wollten. Das habt ihr jetzt davon. Also ich mache nicht, das werde ich auch gleich sagen, wenn wir jetzt nach 9 Innings 0-0 haben. Ich werde euch nicht mit der Overtime quälen. Ja gut, den macht er out. Danke, wir sind schon wieder raus. Toll. So. Ich strike dich aus, bis es geht. Fang den Ball, fang den Ball. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hada! Hada! Im Flug fangen ist dann direkt aus. Deswegen machen die meisten Leute das auch so, dass das Ding erstmal auf dem Ball, auf dem Boden landet. Ist das ein Outfield Grinder? Ja, gut. Zack. Gut, ja, hada. So, der hat das erste Base. Das darf er eigentlich schon gar nicht haben. Aber wir striken die nächsten aus. Tja, und so ist das dann auch in echt. Also ich hatte mal das Vergnügen, dass ich wirklich mal ein Baseballspiel in den Staaten wirklich live sehen durfte. Und ich sag mal so, ich gucke mir eine Menge amerikanische Sportarten an, unter anderem auch Wrestling bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Football ist absolute Unterhaltung, Basketball ist absolute Unterhaltung, Eishockey ist cool, das verstehen die zwar jetzt mittlerweile in den Staaten nicht mehr so, aber Baseball, ja, da werde ich nicht ganz so warm mit. Das war ein Strike, ja, wie gut, dass du auch so unglaublich langsam wirfst, damit man dabei einschläft. Mach hin. Ich verziehe aber auch jeden Schlag. Den hätte man auch haben können. Vielleicht muss ich irgendwie die Schläge mal ein bisschen optimieren. Weil sonst, wenn ich natürlich gar nicht treffe, dann werde ich nie einen Home Run erreichen, weil dann kriege ich auch nicht mal irgendeine Base. Boah, was soll das denn? Schlage ich viel zu früh? Oder schlage ich viel zu spät? Fragen, die man gar nicht beantworten kann, ne? Schön. Ja, sofort aus. Ja. Spannend. Ein Match auf Augenhöhe. So, und wieder haue ich dich jetzt wieder weg. Ja, genau. Schlag du mal schön weiter. Du triffst eh nicht. So, schön. Melissa ist weg. So, Kevin ist auch weg. Es geht schnell. Dann sind wir auch schon in Inning 4. Ich gucke immer mal so ein bisschen, ich lehne es auch mal ein bisschen so auf die Uhr. Möchte nicht unbedingt zwei Folgen daraus machen, aber ich möchte euch auch nicht damit quälen mit irgendeiner Folge, die, was weiß ich, 30 Minuten geht. Das ist dann doch nicht so spannend. Würde ich einfach eine zweite Folge machen. Die lade ich dann aber auch am selben Tag hoch. Also da macht er keine Sorgen, das finde ich ein Zweiteiler oder so. Wieder ein Strike. Ja, super. Mein Gott, ich treffe aber auch gar nichts. Entweder mache ich was total falsch oder total richtig. Ach, da ist wieder Kitty. Kitty wird es natürlich richten. Irgendwie. Oder? Auch nicht. Hallo. Ja, super. Spannend. Sonst, ich habe auch vielleicht noch eine Idee. Vielleicht machen wir es auch anders. Dass, wenn ich gleich, dann haben wir jetzt gleich so die 12 Minuten,
dass ich euch dann einfach nur die Highlights des Spiels biete, weil das ist nicht unbedingt spannend. Und das kann man auch nicht unbedingt spannend reden, glaube ich. Ah, vor allem, wenn ich so unglaublich genial treffe. Der war schön, der war schön, der war schön. Aber den hat er wieder. Natürlich hat er den wieder. So, ist schon nächste Inning. So, jetzt noch Wechsel. Gut, das mache ich eben noch. So, wir machen das mal eben. Dich werfe ich mal eben weg. Das geht ja schnell. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn es irgendeinen Punkt gibt. Ich will das hinkriegen. Ich werde einen Home Run schaffen, egal wie. Hauptsache, er schafft den nicht. Ja gut, der war natürlich wieder geschickt. Naja, gut. So. Ja. Sache, wieder verwerf ich mich nicht. So, auf Wiedersehen. Seitenwechsel. So, hier setze ich einen Cut. Und wenn es gleich mal Punkte gibt, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ha, da sind wir wieder. Wir sind in Inning 6. Und ich habe, jetzt mal Fachterminus, alle drei Bases besetzt. Jetzt bin ich ja auch gespannt. Das müsste ja eigentlich klappen. Ich habe auch nur einen Out. Ihr seht das. Das sollte klappen. So, jetzt macht keinen Unsinn. Und wir brauchen auch keinen Fly, sondern wir brauchen definitiv irgendwas Ground-Technisches. Den fängt er natürlich. Na ja, gut. Mal gucken, was macht Brad. Ich habe schon irgendwo nachgelesen, Brad ist mit Abstand der schlechteste Charakter, wie sie das natürlich gehört. Deswegen, also ist ganz lustig. Das wird also tatsächlich nicht nach irgendeiner Spielstärke agiert. So. Wir haben ihn! Wir haben den ersten Punkt! Wir haben den ersten Punkt! Ach, das ist wie Weihnachten. Nur festlicher. So. Gucken, kriegen wir noch einen zweiten Punkt? Dann würde ich von hier an nämlich weitermachen, weil das ist ja jetzt nicht mehr so spannend. So, den Fly hat er. Lauf, 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 Mist. Egal, 1-0. So, sind wir schon immer noch. Ja, stimmt. So, dann muss ich dich jetzt mal eben wegstriken. Das geht ja schnell. Dann kriegen wir wahrscheinlich das auch als eine Folge zusammen. Dann wird es vielleicht 20 Minuten sein. Ja gut, dann müsst ihr jetzt mal durch. So. Ich habe übrigens gerade, das konnte ich euch dann nicht zeigen, wurde ich tatsächlich auch vom Pitcher getroffen. Und es ist dann wirklich genauso. Das heißt, man gewinnt dann eine Base. So, es ist Ground, es ist Fly. Wunderbar. Einfach schön auf den Schatten achten. Das kriegen wir hin. Schön. Haben wir schon zwei Strikes. Oder zwei Outs. Ja. Naja gut, den hat er. Dann hat er eine erste Base. Wenn ihr Feuer drückt, dann bewegen die sich noch eine Base weiter. Aber das würde ich nicht so empfehlen, weil die KI so hohl dann doch nicht ist. Das heißt, ich habe also keine Möglichkeit gefunden, da irgendjemanden auszutricksen. Und die Situation, deswegen dachte ich mir, dann nimmst du auch sofort gleich wieder auf, wenn du drei Bases besetzt hast. So, siebte Inning. So, jetzt gucke ich mal, ob ich ein bisschen gelernt habe, auch zu batten. Ja! Ihr müsst, konzentriert euch auf den Gullideckel. Das hört, ja gut, du bist so lahm, das hat keinen Sinn. Also Dana braucht man schon nicht nehmen, ist selbst auf dem Fahrrad zu langsam bis zur ersten Base. So, und David, haben wir ja gesehen, war der, der überhaupt nicht gewählt wurde. Ja. Okay, das war faul. Das bringt nichts. Aber ihr seht, ich fange schon mal ein bisschen an, die Bälle zu treffen. Einfach auf den Gullideckel konzentrieren. Ist das ein Fly? Ist das ein... Na, komm. Fängst du? Nein, gut. Und jetzt könnte ich zum Beispiel mit Space... mit Space, Quatsch, mit Feuer...
dementsprechend einfach ihn auch zum Laufen bewegen. Aber ihr seht sofort, der besetzt sofort die zweite Base. Die kennen die Tricks. Also das Base-Stealen oder wie das so schön im Fachterminus heißt, ist hier eigentlich chancenlos. So, mach weiter. Ja, der war dumm. Ja, schön. Ein Fly ist übrigens, da müsst ihr mal auf... Ah, die hat den schon... Ja, die fängt den immer. Das muss man auch mal... Ich glaube, das ist Melissa. Ich glaube, die ist... die fängt unglaublich gut. Da sind übrigens dann doch, dass man merkt, es kommen noch unterschiedliche Fähigkeiten drauf an. Aber... Okay, der war interessant. Da ist er fast auf Mann gegangen, aber hat den trotzdem noch umgelenkt. So, na ja, gut, den haben sie wieder, ne? Ja. So, Seitenwechsel. Oh, wir haben es ja gleich. Und die müssen erstmal Punkt gegen mich machen. Und wenn die keinen Home Run schlagen, ist das grundsätzlich erstmal nicht ganz so leicht. Ja, Glück gehabt. Manchmal steht ja auch safe, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wenn es, glaube ich, ganz knapp ist. So, wir striken dich wieder weg. Ihr seht, ich mache nicht diese Curveballs, sondern ich mache Fastball und dann abdrehen. Und das ist nicht gut. Ah, und das war auch ein ganz unsinniger Wurf. Da hätte ich ihn nach oben werfen müssen und nach ganz unten. Also da seht ihr dann auch, das Fielding ist natürlich mit nur einem Feuerbutton da ein bisschen grenzwertig, weil dann wertet er nämlich die Richtung aus. Und wie man gerade gesehen hat, hat er die Richtung nicht so ausgewertet, wie ich sie gerne hätte. Wir haben noch keinen einzigen Out. So, haben wir den ersten. Ich will schon gewinnen. Also so ist das nicht. Also nenn's sportlichen Ehrgeiz. Man muss hier nicht irgendwas sinnlos abschenken. So, auch weg. So, das sieht doch schon besser aus. So, mal gucken, ob Bob irgendwas hinkriegt. Und sonst sehen wir uns in Inning 8. Schön. So, vorletztes Inning. So. Kitty kann jetzt mal zeigen, was sie kann. So. Ihr seht, Kitty ist nicht ganz so schnell, aber ihr seht, ein Fly braucht man gar nicht. Also, einen hohen Ball braucht man hier, glaube ich, gar nicht auszuprobieren. Der ist eigentlich immer gefangen. Na? Komm, mach mal, mein Freund. Ja, das war dumm. Dritter Wurf. Ja, der war deutlich weg. Der war auch weg. Ich dachte gar nicht, dass er das ausprobiert, aber... Ja gut, einen dritten macht er natürlich nicht. Ja, der ist auch weg. Hohe Bälle, da ist es wieder keine Chance. So, da ist wieder Brad. Der Schulsportletzter. Mal gucken, ob Brad überhaupt irgendwas reißen kann. Beziehungsweise muss er ja auch nicht, wir führen ja 1-0. Warum kommt es ja nur auf die Defense an? Ich meine, 1-0 bei Baseball ist schon eine lächerliche Zahl, ne? Also. Ah, er trifft. Trifft. Ist ein Grounder, gut. Sie lässt ihn fallen, aber er ist zu langsam. Safe? Au! Das war aber Dusel. Das war aber Dusel. Die erste Base haben wir. Ist auch noch ein Grounder, aber den macht er sicher. Ja, er macht er weg. Die können übrigens auch mehrere Leute, also wenn jetzt zum Beispiel keine drei Outs wären, die machen auch automatisch weiter. Das heißt, die hauen auch gleich den nächsten raus, wenn ihnen danach ist. Die hören also nicht auf, wenn sie nur einen haben, sondern die machen gerne mal weiter. Ja gut, der war schnell. Radar soll, glaube ich, sowieso ein Universalcharakter sein, der richtig, der es richtig drauf hat, aber gut. Kann er ja machen. Ist mir ja egal. Dann hau ich halt die anderen weg. So. Na gut, der wäre sowieso zu langsam gewesen. Jetzt haben sie schon zwei Bases und noch kein Out. Da muss ich was ändern. So, das war Nummer 1. Wunderbar.
So, Nummer 2 folgt jetzt auch gleich auf dem Fuß. Dann haben wir nämlich erstmal schon wieder die Situation, der wir arbeiten können. So. So, Melissa kann schlagen und wenn das ist ein Fly und ich bin ein Trottel und damit haben wir den Ausgleich. Super. Ah. Ich will euch kein Sudden Death antun, also das ist nicht spannend. So, Wiedersehen. So, jetzt müssen wir was tun. Und Dana wird wahrscheinlich gar nichts tun, denn Dana war gerade schon langsam wie sonst was. Tja, was willst du machen? Da, ihr seht, wie unglaublich schnell die ist. Da, das ist tödlich. Da dachte ich erst, dann vertut er sich, aber ne, vertut er sich natürlich nicht. So, das ist wieder David. Ja, dann werde ich euch tatsächlich noch mal im Sudden Death quälen müssen, ne? Aber das mache ich dann auch wieder so. Da werde ich dann auch dementsprechend einsteigen. Ja, das war dumm. So, Vic, du musst uns alle retten. Bei 2 Outs und ein Strike haben wir schon. Na, das ist bestimmt ein Fly, ne? Das ist ein Flug. Ja, den wird's haben. Na egal, erste Base haben wir. So, Bojo, zeig mal, was du kannst. So, dann zeige ich euch auf jeden Fall zeige ich euch den Ausgleich, das zeige ich euch definitiv. Vielleicht zeige ich euch dann auch gleich noch die Entscheidung, aber das mache ich dann wieder nach dem Cut. Also da quäle ich euch nicht mit. Na? 2 Balls, dann wirst du dich doch eigentlich nicht mehr trauen. Ah, hätte auch nicht trauen müssen. Ja, den wird er haben, ne? Naja. Obwohl, den hat er nicht. Interessant. 2 Bases, die wir haben. Okay. Ja, dann zeig mal Kitty, was du kannst. Wenn er ihn verliert, was er natürlich nicht tut. Und da sind die 3 Outs. Ja. So. Jetzt machen wir mal eben ganz schnell den Sudden Death. Wie Ball. Du machst mal hier gar nichts, mein Freund. So, erster Weg. Ob ich schicke die jetzt mal nach Hause. Dann wollen wir mal gucken, was wir davon halten. Zack, weg. So, Raider, der angebliche Geheim-Supercharakter. So. Und noch ein, na ja gut, nicht ganz, noch ein Strikeout. Komm, 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 den haben wir. Den haben wir. So. Geht er uns Sudden Death oder bricht er ab? Tatsächlich, er geht automatisch zu Sudden Death. Ja, wir sehen uns gleich wieder bei der Entscheidung. Bis gleich. Manchmal geschehen doch Zeichen und Wunder. So, das ist die erste Verlängerung. Ich hätte eigentlich drin bleiben können. Insgesamt übrigens für Leute, die das interessiert, es ist jetzt 44 Minuten dauert das ganze Spiel, aber ihr werdet das geschnitten eh kriegen. Ich nehme jetzt mal eben kurz einen professionellen Schluck. So. Ich habe 3 Bases belegt und es ist Dana dran. Und ihr seht, ich habe keine Strikes, ich habe keine Outs. Jetzt muss es doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, dass wir das Ding nicht gewinnen. So, Grounder, 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 Grounder. Hat er? Jawoll! Schön! Ist mir egal, ob der out ist. Einer wie drin. Das reicht mir. So, mal gucken, ob wir noch irgendwas hinkriegen. Das wäre super, aber. Naja, Fly wird's ja wieder haben. Kennen Sie doch. Ja,
Das ist ja kein Interesse. Aber dann muss ich ja gleich den einen, das eine Inning nur halten. Ah. Schön. Und ihr seht, ich treffe fast. Ja, gut. Haben wir keine Chance. So, gibt noch das Gegeninning, ne? Klar, muss es ja. So. Jetzt muss ich dich ausstriken, weil sonst noch eine Verlängerung will ich nicht. So, das war Nummer 1. Tina ist jetzt Ex-Tina. Ha, ha, ha. Anspielung auf schlechte Popstars. So, Julie, auf Wiedersehen. So, Kim, auch du bist jetzt weg vom Fenster. Naja, gut, den kannst du noch haben. Fly, 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 na, Grounder. Naja, gut. Safe. Bis der Ball da ankommt, dauert er 17 Stunden. So, dann wollen wir noch mal gucken. Ach. Hast du den Ball? Dann haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen! Jawohl! Eine Verlängerung hat es gedauert. 2 zu 1. Was für ein unglaubliches Baseball-Match. Ich sag ja, es sind jetzt nach meiner Uhr 46 Minuten. Ich glaube, bei euch wird das irgendwie 20 oder 25 sein, wenn ich das mal abschätze. Ihr könnt sein, wie viel ich gecuttet habe und Ladezeiten und sonstiges. Boah, das Ding dauert also fast wirklich eine Stunde. Und dafür ist es echt lahm. Also Street Sports Baseball war von der Reihe, glaube ich, nicht so mein Favorite. Also Street Sports Basketball fand ich deutlich besser. Street Sports Soccer fand ich auch nicht so prall. Und Street Sports Football habe ich überhaupt nicht verstanden. Also bis heute nicht. Da gibt es diese Playbook-Funktionen und wenn mir die irgendeiner erklären kann, mache ich auch noch eine Show davon. Aber bis dahin lassen wir das eher. So, das war heute der zweite Teil des dreiteiligen Olympia-Specials. Ihr habt ja noch die Beat the Score Challenge in der englischen Fassung. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ich bin euer Mr. Werner 1974 und seid mal gespannt, was ich als letzte Woche rauskrame. Ho, da könnt ihr gespannt sein. Handball haben wir, Baseball haben wir. Was kommt wohl jetzt? Seid gespannt. Oh ja, wir sehen uns. Tschüss.